schreibt man Struggles? G-G-L-E. Hi, mein Name ist Anna, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Social Media Systems an der Technischen Hochschule hier in Mittelhessen und ich arbeite nebenbei als Werkstudentin in Frankfurt in einem Consulting-Unternehmen im Marketing und nebenbei bin ich noch selbstständig. Meine drei wichtigsten Skills, würde ich sagen, sind auf jeden Fall, dass man offen ist, also dass man auch dem neuen Team offen begegnet, weil dadurch kann man auch super schnell irgendwie connecten und es fällt einem auch leichter, Fragen zu stellen. Und damit geht auch einher, dass man eben kommunikativ ist, aber eben auch organisiert, also dass man ja es eben auch schafft, so sich seine To-Dos richtig zu setzen. Zu den Struggles würde ich sagen, dass eben manchmal ganz schwierig sein kann, so die Balance zu finden zwischen Uni und Arbeit, gerade so in den Klausurenphasen. Wichtig für mich ist es immer, mir einen Zeitplan zu machen. Ich mache das meistens in so einem 2-Wochen-Rhythmus, also dass ich dann eben auch an der Arbeit sage, okay, da kann ich arbeiten, da habe ich Uni und dann wissen die eben auch genau Bescheid. Und das Coole ist aber auch bei meiner Arbeit, dass ich eben alles von zu Hause aus erledigen kann. Also ich habe auch die Flexibilität, einfach nochmal zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nochmal 2 Stunden irgendwie nach der Uni oder vor der Uni. Also die Frage finde ich sehr schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Für den Moment gefällt es mir sehr gut, der Job, macht mir auch super viel Spaß. Aber später würde ich schon gerne auch in einem Bereich arbeiten, wo ich nochmal mehr Kontakt zu Menschen einfach habe, dass man auch den Kundenkontakt hat. Ja, ich würde super gerne in dem Bereich so vom Projektmanagement nochmal ein Praktikum machen, um eben einfach zu schauen, okay, passt das für später? Kann ich mir das gut vorstellen? Ich habe ja jetzt die Erfahrung auch im Marketing gemacht. Wenn ich jetzt aktuell nicht im Marketing arbeiten könnte, dann würde ich, glaube ich, einfach wieder auf meine Tourismusausbildung zurückgreifen und dann in dem Bereich wieder tätig sein. Auch auf meine Werkstudentenjobs bin ich zum Beispiel über gewisse Jobportale aufmerksam geworden. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, zum Beispiel dann auch über Jobs, der es eben nach geeigneten Praktikas zu suchen.